Oh Mann. Es hat tatsächlich funktioniert. Der lässt die Zunge hängen und die Flossen sind gestreckt. Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier in Asa. Wir sind wieder in Ark unterwegs. Und willkommen zur Mission Mosa-Zähmen. Wer letzte Folge dabei war, der wusste schon, was heute kommt. Und dementsprechend legen wir direkt mal los. Wir starten hier bei uns zu Hause, weil wir... Moment, ich muss durch die Tür durch. Ich bin ein bisschen breit für die Tür. Ne? Das sieht man auch sofort. Also das passt halt einfach nicht. Da muss man so ein bisschen so... Okay, dann geht das schon. Dann kommt man da schon durch. Also die neuen Türen sind irgendwie ein bisschen schmal geworden. Also echt schwierig, da durchzukommen. Da muss man so ein paar Mal manövrieren. Die werde ich nicht wieder einsetzen. Ich weiß nicht, ob das nur die hohen Türen sind oder alle schmalen Türen, aber ich glaube, das sind nur die hohen. Ne? Hier ist ja noch offen. Hier kommt was Spezielles rein. Habe ich ja schon angekündigt. Wir sind noch nicht so weit. Aber ich glaube, das sind nur diese extra hohen Türen, die mir halt mega gut gefallen. Ich finde die vom Style auf jeden Fall cool. Gerade bei so größeren Gebäuden macht es echt was her. Aber die sind ein bisschen buggy, da kommt man nicht durch. Also ich denke, dass es an der Tür liegt. Ich wüsste nicht, woran es sonst liegen sollte. Der Mast ist weit genug weg. Die Cryo-Fridge auch. Ich denke, das ist hier einfach die Tür, die ein bisschen komisch ist. So, wir legen jetzt los. Bevor wir einen Mosa zähmen können, brauchen wir erstmal ein bisschen Kibbel. Ich denke, es geht auch ohne, ne? Aber Mosas gehören so mit zu den größten Tieren in Ark. Das heißt, sie sind auch so mit am schwierigsten zu zähmen. Und dementsprechend macht es da auch so mit am meisten Sinn, dann tatsächlich auch mal so ein bisschen Kibbel einzusetzen. Ich glaube, ich stelle den so in die Ecke. Das ist irgendwie cool. Der passt da, der fittet da gut rein, ne? So. So machen wir das. Ich habe mal einen extra Kühlschrank hier neben unseren Kocher gestellt, weil wir hier sehr viele Ressourcen brauchen werden, wenn wir hier tatsächlich hin und wieder mal... Oh, sieht das cool aus. Jetzt brennt der Kühlschrank ein bisschen, aber ich denke, das ist okay. Mann, ist das cool. Unser Gaskocher. Genau. Ja, ist ein großes Tier. Wird lange dauern, ist ein hohes Level, also lohnt sich auf jeden Fall, Kibbel einzusetzen. Und dementsprechend starten wir jetzt mal so ein bisschen mit dem Kibbelkochen. Hier sind auch schon Ressourcen drin, aber alles Sachen, die nicht schlecht werden, die da drin bleiben dürfen. Wir packen mal alles rein. Oh, wir machen es doch nicht. Wir müssen erst Autocraft ausmachen. Disable. Das ist standardmäßig immer an, dieses Autocraft. Ich hasse das, ich mag das gar nicht. Da muss man total aufpassen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Tinteberries zur Hälfte verheizt. Das ist nicht gut. Da muss ich wieder neue Tinteberries suchen. Die müssen wir, glaube ich, farmen, weil wir haben nicht genug. Das sind alles Ressourcen, die wir jetzt brauchen, um hier auf den Weg zum großen Kibbel zu kommen. Wir brauchen, glaube ich, Exceptional Kibbel. Das große, das ist dann... Ja, wir brauchen dieses Freer noch, ne? Das Focal Chili brauchen wir. Genau, da haben wir auch die Ressourcen dabei. Da stellen wir jetzt einfach mal ein paar her. Zwei. Und dann fehlen uns die Tinteberries, ne? Weil wir die jetzt vercraftet haben. Und dann sind hier bei Kibbel die Kibbles drin. Und da brauchen wir, glaube ich, dieses Exceptional Kibbel mit den Exceptional Dino Eggs. Das müsste das sein, was wir brauchen. Mit Focal Chili, genau. Da habe ich auch schon alles am Start. Wir brauchen Rare Flowers, Focal Chili. Wir brauchen Exceptional Dinosaur Eggs. Das sind in diesem Fall ein Bronto-Ei, ein Diplo-Ei, ein Bronto-Ei und vier Rex-Eier. Und ich hoffe, dass die alle funktionieren, ne? Müssen wir mal gucken. Wir craften jetzt einfach mal die ersten beiden Kibbelses. Und bam. Wir müssen auch nicht komplett mit Kibbel zähmen. Wir können dann noch mit Fleisch nachhelfen. Am besten mit Schaf natürlich. Mosas mögen gerne Schafe, weiß ja jeder. Ist ja ein Wassertier und Wassertiere fressen am liebsten Schafe. Und da wir keine Schafe haben, da die... Oh, ich bin durchgekommen. Verrückt. Da die Schafe so selten sind, müssen wir das mit... Oh, voll süß, Babyschildkröte. Mit Prime Meat machen. Da haben wir noch ein bisschen was am Start. Also am besten wäre es schon, wenn wir viel Kibbel hätten. Ich denke, wir holen noch mal so ein paar von denen. Ich weiß nicht, wie viel wir verschwenden sollen. Vielleicht nehmen wir einfach zwei und machen den Rest mit Prime Meat. Das geht natürlich auch. Haben wir noch irgendwo rote Bärchens? Hier nicht. Wer hat denn zuletzt gesammelt? Ohne Schildkröte. Oh, die ist tot. Die wurde zerlegt von unserer Pflanze. Du hast auch nichts an Bord. Die bauen wir mal ab. Die hat nämlich Keratin für uns. So. Du hast eh keine Bären. Ne? Du bist nicht so der Bärenmensch. Oder Dino. Mensch sowieso nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du noch irgendwas am Start? Ja. Viel Zeug. Aber wenig Bären.
Das können wir mitnehmen, brauchen wir. Das brauchen wir. Rote Beeren, Tinto. Die Tintos, die sind so beliebt, ne? Die fressen sie alle am liebsten. Die Tintos. Ne, wir haben keine Beeren mehr. Moment, ich organisiere mal fix Beeren. So, Kochen will wohl vorbereitet sein. Wir haben noch ein paar Beeren organisiert. Bam, bam. Dann stellen wir noch ein paar von den Chilis her. Vogel Chili. Bam, bam. 3 Stück. Was dann aus? Tinto Berries, ne? Schon wieder. Oder Azul Berries, beides. Okay. Und dann stellen wir uns noch so ein paar von diesen Kibbles her. Und wir haben so wenige von diesen großen Eiern, dass wir, glaube ich... Ich glaube, wir heben uns ein paar Kibbles auf. Wir nehmen nicht alle mit. 2 oder 3 nehmen wir mal mit, hätte ich gesagt. Und die Vogel Chilis haben wir auch direkt verheizt, ne? Genau, dann packen wir alles in den Kühlschrank, dass das hält. Und dann können wir wieder durchstarten. Wir haben ja jetzt einen eigenen Kühlschrank hier. So, unser Kochkühlschrank. Wir haben nur noch ein großes Ei, also viel mehr Kibbles kriegen wir eh nicht an den Start. Das lassen wir auch hier. Let's go. Auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Moser wartet. Wir haben jetzt genug Pfeile und so dabei. Das sollte alles passen. So, ich habe auch sowas vorbereitet am Hafen. Wir haben jetzt am Hafen einen kleinen Helipad oder sowas in der Art. Archipad. Damit wir die Ressourcen schneller holen können, einfacher holen können. Und vielleicht packen wir auch noch eine Feeding Trophy hin, ne? Sollten wir auf jeden Fall machen. So. Und damit alles, damit wir halt einfach ein bisschen schneller hier sind und wieder zurück und von A nach B kommen. Ich habe hier so eine coole Plattform gebaut. Die sieht echt nice aus, wenn man sie so von oben sieht. So richtig schön. Und dann habe ich festgestellt, dass Archies noch nicht mal in knöcheltiefem Wasser landen können. Archies können nur auf festem Boden landen. Das heißt, wir konnten das so nicht nutzen. Und ich musste dann noch extra so eine Plattform oben dazu bauen, damit der Archie da drauf sitzen kann. Ich habe das jetzt mal so gewährleistet, dass das funktioniert. Wenn der Boden hier minimal höher wäre, hätten wir es auch direkt über die Wasseroberfläche bauen können. Ne? Ging jetzt nicht. Was ist denn eigentlich los? Wieso bleibe ich denn überall hängen heute? Was ist denn los mit mir? Beim Schwimmen bleibt man an zu flachem Boden hängen. Es sei denn, man guckt nach oben, dann geht's wieder. Das haben ja die Dinosaurier auch schon immer gehabt, aber beim Spielercharakter ist mir das noch nie aufgefallen. Soweit, so gut. Wir sind wieder ein Stückchen weiter. Wir packen jetzt mal alle wichtigsten Ausrüstungsgegenstände hier in die Slots und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben jetzt alles dabei. Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe. Hier können wir wieder zumachen. Dann kommen wir aber nicht raus, oder? Ich muss nochmal aufmachen. Moment. So. Wir sind ja schon drin. Dann müssen wir halt nochmal aufmachen. Wir lassen mal offen. Wir kommen ja gleich wieder, ne? So. Auf geht's. Wir haben dabei jede Menge Pfeile. Da stellen wir uns jetzt noch ein paar so Tranks her. Und dann würde ich sagen, holen wir uns diesen Moser. So der Plan. Ich stelle mal 80 her. Und bam. Dann haben wir noch ordentlich Narcotics. Genau, dann haben wir noch über 100 Narcotics übrig. Falls wir die brauchen sollten, ich denke nicht. Ich habe mal alle Kibbles mitgenommen. Wir haben Prime Meat dabei. Also, ich glaube, wir haben an alles gedacht. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Health leveln oder Mini-Damage. Ich glaube, wir gehen mal Mini-Damage. 15.000 ist schon echt gut. Und dann müssen wir den nur wiederfinden. Ich hoffe, den finden wir. Dem geht's gut. Oh, wir können jetzt Basilos essen und Öl farmen und so. Machen wir dann noch. Jetzt gehen wir erstmal auf Mission. Oh, ist es zu heiß? Was ist denn jetzt los? Das hatte ich noch nie im Wasser. Das Wasser hat 43 Grad. Oh, oh. Okay. Dann gibt's heute wohl gekochte Plesios, ne? Voll lecker. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Das Wasser, also so heiß habe ich es noch nie gesehen. 43 ist auf jeden Fall die höchste Wassertemperatur bis jetzt. Aber das geht auch runter auf Minusgrade, ne? Also Wasser kann auch in Ark hier, das Meerwasser kann minus 10 Grad haben. Das kommt auch vor. Deswegen habe ich hier extra die Fellhose dabei. Die schützt uns dann auch unter Wasser gegen die Gelte. Macht auch nicht so viel Sinn, ne? Aber ist so. Funktioniert. Hat uns schon ein paar Mal gerettet. Ich denke, es wird nicht lange so heiß bleiben. Wir haben übrigens auch früh am Morgen. Ne? Wir haben 10 Uhr morgens und es hat schon 40 Grad das Wasser. Theoretisch könnte das noch ein bisschen ansteigen. Vielleicht haben wir heute Abend dann 80 Grad. Dann ist der Plesios auch gut durch und dann kann man den auch essen. So, da haben wir ihn auch schon. Das ist der 145er hier.
den werden wir jetzt gemütlich zähmen, so der Plan. Hier taucht mal kurz ein Stück auf und gucken, was wir hier so ausgewählt haben. Das sieht gut aus, ne? So, jetzt haben wir auch die Tranks ausgewählt. Da kommt schon wieder ein Anglerfisch. Die Nervbacken, die kleinen Fischis. Den lassen wir einfach hier. Genau, und jetzt müssen wir versuchen, diesen Moser zu zähmen, ohne dass der uns auseinander nimmt. Das wird nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Bin zuversichtlich. Die sind riesengroß. Die verfehlt man nicht so leicht. Da braucht man schon Profi, um die zu verfehlen. Geschafft. Ich bin Profi. Das war einfach zu weit, denke ich. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn komplett verloren. Ah, da oben. Nicht so gut, wenn er über uns ist. Ich habe die lieber unter mir, ehrlich gesagt. Ja, und die sind deutlich langsamer als die Plesios. Die kommen auch nicht so weit hoch wie Plesios. Das heißt, wir sind relativ entspannt unterwegs hier. Wir können jederzeit fliehen. Was macht er denn eigentlich? Oh, oh. Nein, 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 stopp. Go, go, weg. Wir müssen nur diese Anglerfische wegmachen. Das ist, glaube ich, immer noch der gleiche, ne? Da kommen wir nicht drum rum. Die müssen weg. Und der Moser, der wird halt schon wieder hochrägen jetzt. Das wird nicht einfach hier. Go, go, mach ihn weg. Mach ihn doch weg jetzt. Okay, ich glaube, wir lassen ihn. Das ist das Problem mit dem Plesios. Wo ist der Moser her? Hinter uns? Nee. Das ist ein... ihr wisst schon, Liopleurodon. Wir müssen unbedingt mal einen Liopleurodon zähmen. Das machen wir auch mal. Ich habe halt nie das Bier dabei. Ich habe es selber ausgetrunken. Mach ihn weg. Was bist du denn? Oh, sind es viele und der ist voll bunt. Mega cool. Aber wir haben einen. Wir brauchen keinen Plesios. Ja, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen, sonst können wir nichts zählen. Hier ist viel zu viel los. Wieso nehmen die so wenig Schaden? Wir machen nur 250er Hits hier. 245. Lass sie weg. Christi. Das ist bestimmt Max-Level. Level 20. Okay. Die habe ich wohl nicht richtig erwischt, oder was? Bisschen komisch. Wo ist unser Moser? Da hinten ist was. Wir könnten natürlich auch mal versuchen, so einen Moser-Käfig zu bauen unter Wasser. Aber das wird, glaube ich, schon ziemlich aufwendig. Und die zerstören ja auch Stein und so. Also das weiß ich nicht, ob das empfehlenswert ist. Man kann es natürlich mal versuchen, aber... das war nix. Ich verspreche mir da jetzt nicht so viel von. Deswegen machen wir das mal ganz klassisch. Und ich werde das schon lernen, ne? Die bleiben auch manchmal so in den Felswänden hängen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. So richtig viel Interesse hat er an uns nicht, ne? Der will immer eher weg. Was ja eigentlich gut ist. Oh, oh. Will er weg? Ja, er will weg. Irgendwann kommt er dann wieder. So, wir sind tief genug. Er könnte jetzt kommen. Vielleicht dreht er jetzt um. Nee. Er will immer noch weg. Als wäre er schon müde. Ist aber definitiv nicht. Irgendwo. Hier sind so viele Algen, da sieht man gar nichts. Pieks. So funktioniert das. Das wird halt unendlich lange dauern. Beim Plesios war das ja genauso. Da hat es halt 50 Pfeile gedauert. Hier wird es halt 100 Pfeile dauern, ne? Aber dafür geht das Zähmen dann schneller, weil wir haben Kibbles vorbereitet. Pieks. Und noch ein hinterher. Wo schwimmt er? Dieses nochmal hinterher, das funktioniert allgemein nicht. Ne? Das können wir uns abgewöhnen. Da ist er. Oder? Nee. Das ist wieder ein Plesios. Den machen wir gleich weg, bevor er Stress macht. Da kommt er, der Moser. Wir müssen weg. Der hat auch Hunger. Ja, der frisst jetzt. Das ist gut. Während er frisst, können wir ihn schön pieksen. Pieks. Ich glaube, er frisst den Haifisch oder so. Nee. Aber irgendwas frisst er. Er frisst eine Schildkröte. Das ist ein Archelon. Und ein Haifisch. Ja, der schafft die schon. Also der wird nicht viel Schaden nehmen, denke ich. Haben wir jetzt den Haifisch erwischt? Oh, oh. Jetzt ist er weg. Der macht 100er jetzt.
Von dem sollte ich mich nicht beißen lassen, das wäre nicht so gut. Wenn es nicht sein muss, dann besser nicht. Hinterher. Aber der hat halt keine Chance gegen uns, wir sind so schnell. Nee. Das Nachladen hat zu lange gedauert. Bleib mal wieder irgendwo stecken, das war ganz gut. Nee. Das ist nicht einfach. Wir sind viel. Oh, ich habe den Plesios getroffen. Habt ihr es gesehen? Also, der Plesio macht mir auch wirklich Schwierigkeiten gerade, allgemein. Auch beim Absteigen und so. Mit der Hitbox. Und beim Aufsteigen. Das ist alles ein bisschen problematisch. Komm schon. Jawohl, ein Pizza haben wir gelandet. Wir müssen gucken, dass wir den Torpor-Level hochhalten. Ja, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen weiter. Ich will euch ja nicht langweilen. Ich weiß, das war wieder die Hitbox von Plesios. Also, es gibt viele Gründe, warum man Plesios nicht einsetzt. Obwohl ich die so gerne habe, aber die funktionieren halt einfach nicht gut. Jawohl, das war ein Treffer. Genau, ich mache jetzt mal so ein bisschen weiter. Und vielleicht melde ich mich dann mal so nach 80 Pfeilen. Dann gucken wir mal, wie das läuft und aussieht. Das wird jetzt nämlich wirklich eine lange Operation. Das ist halt beim Rosazähmen so. Da braucht man viel Geduld. Huh, da wird gekämpft. Das ist nicht gut, der schwimmt da mitten rein. Egal, wir tun mal so, als wäre nichts. Ich glaube, der besiegt die alle, oder? Die Xifactinus sind ein bisschen gefährlich für uns. Müssen wir aufpassen. Was ist er denn? Ist er durchgeschwommen? Wo ist er hin? Okay, wir helfen. Wir mischen uns ein. Ich bin mir nicht sicher, wohin ist. Irgendwo da hinten, glaube ich, kämpft er. Ja, ich sehe ihn. Jetzt müssen wir die Plesios erstmal wegmachen. Das sind drei Stück. Jetzt kommt er. Jetzt ist er weg. Okay. Ja, wir sind wieder ein bisschen weiter. Wir haben jetzt die 50 Pfeile eigentlich langsam durch. Oh, wie kriege ich denn die jetzt? Die Plesios hier weg. Das ist doof. Jetzt müssen wir die erst wieder entkoppeln hier, die drei. Und er verliert jetzt wieder Torpor. Also, ich bin immer hart am Kämpfen. Das ist echt nicht einfach. Oh, der kommt mit. Ich versuche ihn so ein bisschen wegzuhalten, weil die ganze Location da extrem schlecht ist. Ich kenne mich da nicht aus und außerdem sind da so viele Algen überall. Ich glaube, wir sind jetzt bald relativ weit zu Hause. Okay, die Plesios kommen. Er ist da hinten. Ich glaube, ich sehe ihn. Wir verlieren ziemlich viel Hitpoints. Der macht so 170er Hits oder so, wenn er mich erwischt. Also wenn er unseren Plesios erwischt. Er ist so. Da ist er. Und ich denke halt, dass er ziemlich viel Torpor dadurch immer wieder verliert, dass ich so lange brauche, bis ich das nächste Mal wieder einen Pfeil in ihm versenke. Ein Treffer. Das hat wieder irgendwie die Plesios-Hitbox erwischt, aber irgendwie auch nicht, ne? Also, das passiert mir immer wieder, dass wir die Plesios-Hitbox erwischen, aber die Pfeile kommen trotzdem an. Jetzt wieder. Der ist angekommen, ne? Obwohl wir die Plesios-Hitbox bei uns irgendwie eigentlich getroffen haben. Das ist ganz komisch. Das ist auch neu. Jetzt ist er wieder böse. Das wechselt auch immer so und da muss man tierisch aufpassen, weil die so schnell sind und in dem Algenwirrwarr, wenn der dann plötzlich im Fluchtmodus ist, dann finde ich den nicht wieder. Das hatte ich auch schon. Und ich weiß auch nicht, wo wir sind, weil ich mich nicht traue, auf die Karte zu gucken. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe von zu Hause langsam. Vielleicht kann ich so schnell nachladen. Das dauert immer ewig. Hier ist es auch nicht gut. Wir sollten hier noch ein Stück weiter kiten. Nachladen. Jetzt ist er wieder da unten unterwegs und kommt nicht. Also die haben eine riesen Akku-Range. Der weiß genau, dass wir hier sind. Aber der hat halt momentan keine Lust und ist wieder im Fluchtmodus. Oder eben keine Bockmodus, oder wie man das nennen will. Dante beißt mich ständig. Manchmal macht es irgendwie weniger Schaden. Manchmal macht es aber echt 170 Schaden pro Hit. Was dann doch ganz schön viel ist. Jetzt haben wir ihn wieder. Einmal wenigstens. Jetzt schwimmen wir hier nochmal ein Stück weiter. Wir können ja irgendwann mal auf die Karte schauen, kurz. Ist er, glaube ich, wieder abgedreht. Ja, und wir haben nur noch Hälfte Hitpoints. Ne? Also wir verlieren sehr viel Hitpoints durch die ganze Geschichte hier. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder im Fluchtmodus da unten. Ist mal gut. Kommt er? Nee, er kommt jetzt gerade nicht.
Am liebsten ist es mir halt, wenn er im Fluchtmodus ist, weil dann kann man ihn auch mal gegen eine Wand treiben oder so. Und ein paar Pfeile versenken mit ein bisschen Glück. Aber der wechselt halt auch immer schnell. Er hat mich auch schon mal erwischt, ein, zweimal gebissen. Das ist nicht so cool. Also da hält dann unsere Rüstung nicht lange durch. Wir haben übrigens auch nur noch... Wir sind auf der zweiten Taucherflasche. Wir hätten 3 oder 4 mitnehmen müssen, weiß ich jetzt. Fürs nächste Mal dann. Also wir werden sowieso dann die Flasche wechseln müssen. Oh, der kommt hier gar nicht durch. Oh, Tintenfisch. Oh, wir müssen... Boah, ich hoffe, der Tintenfisch frisst ihn jetzt nicht. Was ist denn hier los? Das ist da so ein Riesentintenfisch. Leute. So, ein Schuss. Okay, der Tintenfisch lässt uns in Ruhe. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Der flieht. Ich will nicht, dass er zum Tintenfisch flieht. Das ist die falsche Richtung. Also das große Problem, was wir haben, ist halt, wir haben nichts hier unter Kontrolle. Gar nichts. Das wäre natürlich ideal, wenn man ihn einsperren könnte. Aber einen Moser einzusperren, das wäre halt schon ein ordentlicher Coup, ne? Ich meine, theoretisch wäre es möglich. Wir müssen halt wahrscheinlich Metallbauteile verwenden. Und die macht er, glaube ich, auch kaputt. Und wir müssen dran denken, wir brauchen ja 100 Pfeile. Das heißt, in der Zeit macht der jeden Käfig kaputt. Da wird auch Metall nicht lange durchhalten. Da müssen wir irgendwie Tech bauen. Tech-Käfig für Moser. Also ich denke, im Multiplayer ist das ein bisschen einfacher, ne? Als so alleine. Jetzt will er gerade wieder nicht. Ich will ihn kurz wieder eintreiben. Wo ist er hin? Da ist die Krake. Und der Moser? Weiß nicht, wo er ist. Da unten ist er. Er kommt wieder. Wir kiten ihn mal so ein bisschen weg. Oh, die Krake kommt auch. Weg. Oh, die Krake schaffen wir nicht. Also ich glaube sogar, wenn die Krake uns packt, dann ist es vorbei, ehrlich gesagt. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Was machen wir denn jetzt mit dem Moser? Die Kraken sind zum Glück nicht super schnell. Okay, er will uns wieder. Das ist gut. Dann nehmen wir den mit hier rüber. Weg von der Krake. Und pieksen ihn. 2-mal. Jawohl. Sehr schön. Und irgendwann wird er ja dann müde, theoretisch. Dann müsste er auch, wenn wir... Also müsste halt passiv bleiben, ne, wenn er müde ist. Dann wüssten wir, dass er jetzt tatsächlich müde wird. Jetzt ist er aber immer nur kurz im Fluchtmodus. Ja, also ich mach mal weiter. Wir haben jetzt noch 40 Pfeile. Ah, da ist er ja wieder. Das ist ein verrücktes Viech, ey. So, mein Scuba-Tank ist durch. Jetzt ist er wieder aggressiv. Ja, wir haben ein Problem. Ich muss jetzt regelmäßig auftauchen. Da werde ich ihn jedes Mal verlieren. Ich dachte schon, wir hätten ihn soweit. Der ist jetzt öfter mal so ein bisschen passiv. Aber er hat uns gerade wieder angegriffen. Deswegen denke ich, wird es noch dauern. Bis wir ihn wirklich haben. Irgendwo ist der Haifisch, ne? 2 sogar. 3. Oh je. Den müssen wir wegmachen. Der darf jetzt nicht fliehen. Sonst finde ich den nicht wieder. Wir müssen hinterher. Okay, wir ignorieren die Haifische. Wir müssen uns dann noch drum kümmern. Oh, ich muss auftauchen. Sauerstoff. Okay. Wir haben keine Chance. Wo sind wir? Oh, wir sind immer noch hier. Wir stecken immer noch hier fest. Ja, wir können nicht weitermachen. Ich habe 2 Taucherflaschen durch und wir haben es nicht geschafft, den zu zähmen. Wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause die Taucherflaschen neu reparieren, eine neue craften und dann... Ah, okay, wir sind fast zu Hause, ne? Ich habe es doch geschafft, ihn so ein bisschen in die richtige Richtung zu kiten, zum Glück. Nesso hat auch ziemlich Hitpoints verloren. Auch ein Problem. So, jetzt ganz schnell. Der wird halt wieder extrem viel Torpor verlieren, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel Hitpoints der noch hat. Das ist alles nicht cool. Ich finde, wir waren relativ gut vorbereitet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir packen einfach noch ein bisschen von allem ein und versuchen es weiter.
wenn der resettet, das, wenn wir von vorne anfangen müssen, das ist absolute Katastrophe. Das können wir knicken. Brauch Schuhe. So. Dann einmal reparieren alles. Und bam. Repair. Repair und noch so einen Tank bauen. Dann haben wir drei. Dann können wir es nochmal versuchen. Die absolute Katastrophe. Gib den Tank her. Okay. Mach hier wieder aus. Pack noch ein paar Pfeile ein zum Craften. Narcotics haben wir ja noch, oder? Nee, auch nicht mehr so viel. Pfeile. Pfeile haben wir hier. Narcotics haben wir hier. Zum Glück am Start. Bam, bam. Let's go. Und dann hoffen wir, dass wir ihn gleich wiederfinden. Und dass er nicht so schnell Torpor verliert. Die haben früher ziemlich schnell Torpor verloren, ne? Jetzt haben wir keine Mod, das heißt, wir können das nicht checken. Es sei denn, ich schwimme mit der Lupe ran und lass mich fressen. Das wäre natürlich auch nicht ideal. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Go, go. Die Armbrust ist auch fast durch, aber wir haben da noch eine zweite, ne? Also das kriegen wir dann auf die Reihe. Ich glaube, die zweite ist sogar ein bisschen... Ist die nicht sogar ein bisschen stärker? Ich weiß es nicht. Wir nehmen jetzt gleich mal die andere Armbrust. Jetzt müssen wir ihn erstmal wiederfinden, ne? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was der richtige Weg ist. Vielleicht sollten wir ihn auch einfach erholen lassen und uns dann nochmal neu versuchen. Ich glaube, dass das fast der bessere Weg ist. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo er überhaupt unterwegs ist. Und dann können wir auch nochmal gucken, was das für eine Krake ist, ne? Ich kann mich jetzt auch langsam wieder so ein bisschen orientieren. Hier hatten wir ihn, glaube ich, ne? Das war ganz gut in diesem kleinen Becken, wo er immer gegen die Wände geschwommen ist, wo man den so ein bisschen kontrollieren konnte, er nicht so gut fliehen konnte. Wenn man den da irgendwo reinbekommt, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. So, jetzt checken wir mal diese Krake da. Mit Kraken kenne ich mich kaum aus, weil die so selten sind, Thusitoitis. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie weit die auftauchen, theoretisch. Und solche Dinge. Aber ich weiß, dass wenn die uns packen, dass wir dann ein Problem haben. So, wo ist denn unser Moser? Der war ja dann auch irgendwo hier. Also unser Vorteil ist auch so ein bisschen unser Problem. Da ist er. Das ist ein Level 5er, das ist ja nicht. Weil wenn der hier irgendwo an den Steinmauern hängen bleibt, dann ist er natürlich auch schwieriger zu finden, ne? Einfacher zu kontrollieren, aber schwieriger zu finden. Den machen wir weg. Der hat doch keine Chance. Oder? Ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit unserem Plesios. Das ist schon immer wieder schwierig alles. So, jetzt machen wir wieder weg. Ja, also ich glaube, wir sollten Hitpoints hochrecken. Wir sollten den Moser hochrecken lassen. Vorher will ich wissen, wo er ist. Das wäre so der erste Schritt. Dann sollten wir nochmal 200 Pfeile ranholen. Drei heile Taucherflaschen mindestens. Und dann halt nochmal versuchen, ne? Wir können es ja wirklich mal mit so einem Unterwasserkäfig probieren. Das wäre ja mal witzig. Vielleicht kriegen wir den da reingekaltet. Aber ich weiß schon, dass es ziemlich schwierig werden wird auf jeden Fall. Also wenn er drin ist, dann brauchen wir gar nicht die Tür zumachen. Der kommt dann sowieso quasi nicht raus. Weil die so schlecht, so unmobil sind. So schlechte Wendekreis und alles. Dass der dann garantiert drin stecken bleibt. Aber wir müssen die halt erstmal reinkriegen. Ne? Und die sind groß. Wir brauchen also auf jeden Fall einen Behemoth Gate. Und so eine riesige Moser-Box. Das würde, wenn es tatsächlich funktioniert, die ganze Sache um ein Vielfaches vereinfachen. Und ein 145er Moser wäre das eigentlich auch wert, ne? Jetzt müssen wir nur mal wiederfinden, wie gesagt. Wenn es den noch gibt. Gibt es den noch? Ich dachte schon, da bewegt sich was, aber das war nur Felsen. Ja, und der Tuso wäre natürlich auch spannend. Für den Tuso brauchen wir aber auf jeden Fall ein Tier, was gut tanken kann. Zum Beispiel ein Moser, da ist er. Unser Tuso-Freund. Also den würde ich auf keinen Fall mit dem Blesius angehen. Da ziehen wir, glaube ich, den kürzeren.
Ich hoffe, der hat nicht unseren Moser verspeist. Das wäre schlecht. So, wir haben ihn wieder. Hier ist er. Der ist hier ein bisschen schwieriger zu finden, weil bei uns das Meer relativ groß ist, ne? Da unten ist er unterwegs. Und wir sind jetzt ziemlich nah bei unserer Basis. Wir sind jetzt hier unterwegs. Also in diesem riesigen Meer. Und auf der Map sieht es dann so aus. Also wir sind in der Nähe dieser Unterwasserhöhle. Der Tintenfisch ist ein Stück weiter da drüben. Unter uns sind viele Haifische. Die müssen wir mal wegmachen. Und es gibt hier relativ wenig so Sandboden einfach, wo wir so einen Käfig aufbauen können. Wir können es aber trotzdem mal versuchen. Also ich hätte auf jeden Fall mal Lust drauf, das zu probieren. Auch wenn ich nicht so richtig dran glaube. Allein schon den dahin zu bekommen, wird schwierig. Was wir machen könnten, was auch unglaublich nützlich ist, was ich im Meer allgemein empfehlen würde, was mir unglaublich hilft, ist, hier mal so ein Tier rauszusuchen. Geht denn das eigentlich? Search. Suchen wir jetzt nach Namen? Heino? Ja, nach Namen, das funktioniert. Dann können wir Select to Add Point of Interest. Da müssten wir eigentlich Heino sehen. Genau. Das hilft unglaublich bei der Orientierung da unter Wasser, wenn man so ein Tier hat, wo man dann quasi immer weiß, wo die Basis ist. Weil ich habe da riesen Orientierungsprobleme zwischen den Felsen, wenn ich die ganze Zeit vom Moser wegschwimme, rechts, links, hin und zurück. Dann habe ich keine Ahnung mehr, wo ich bin, bis ich wieder auftauche. Es sei denn, ich weiß ganz grob, wo ich mich bewege und kenne halt die Welt da unter Wasser ziemlich gut. Aber das ist noch nicht so richtig der Fall, da hat sich so viel verändert. Deswegen ist das auf jeden Fall hilfreich. So, also das hat jetzt nicht so geklappt wie erhofft. Ich denke, wir lassen Nesso ein bisschen hochregen. Wir reparieren nochmal die Taucherflasche. Das hat mich jetzt wieder ewig gedauert, den zu finden. Und bereiten uns nochmal neu vor. Wir bauen mal so einen Käfig, dass wir das mit dem Käfig auch mal testen können. So. Dann ziehen wir wieder das Ding an und die normalen Schuhe. Passt, dann können wir erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Ja, und dann versuchen wir das nochmal. Bis dann hat der Moser dann hoffentlich auch hochgereckt. Hat seine Hitpoints so ein bisschen zurück. So der Plan. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, ne? Müssen wir dann halt sehen. Wir probieren das jetzt alles mal aus. Wäre halt echt schade, wenn es nicht klappt mit dem 145er. Aber es ist nicht einfach so ein Tier. Das sind eigentlich die größten Tiere in Ark. Die sind gefährlicher und schwerer zu zähmen als Mosas. Als Gigas. Genau, die Mosas sind noch ein bisschen krasser als die Gigas. Im Vanilla-Ark sind das die krassesten Tiere, die sich da rumtreiben. Also wir sind schon echt im Endgame da unterwegs. Da darf das ja auch ein bisschen schwieriger sein. So, das Ding reparieren wir wieder. Dann haben wir 3 Flaschen. Ich denke, das reicht. Ich würde aber schon mehr als 100 Tranks mitnehmen jetzt. Da haben wir ja gesehen, dass das so ein bisschen länger dauert. Das heißt, ich crafte mal 100 nach. Dann haben wir 120 am Start. Und dann haben wir endlich mal Verwendung für unsere ganzen Pfeile. Dann nehmen wir hier noch 34 mit, dann haben wir nochmal mehr. Und dann nehmen wir noch 50 Pfeile mit, dann haben wir auch ein paar Pfeile zum Nachcraften noch und zum Verteidigen. Ja, und dann würde ich sagen, craften wir so ein Behemoth Gate. Dann sind wir das ganze Stein los, dann können wir ein bisschen Stein verarbeiten. Behemoth Gates habe ich, glaube ich, noch nicht am Start. Und dann bauen wir irgendwie so eine Behemoth Moser Gate Box. Und probieren das aus. Genau, das sind normale Gateways. Wir brauchen halt Moser-Gateways, die sind ein bisschen größer. Dann brauchen wir Pillars, um oben ein Dach drauf zu setzen. Wir machen das alles in Stein, weil in Metall ist mir das dann doch zu aufwendig. Stone Ceilings brauchen wir. Boah, wir brauchen halt super viel davon, ne? Dann noch die Gates. Müssen wir halt mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich erstmal die Gates setzen und dann den Rest nacharbeiten. Ich glaube, 4 Gates mit so 4 so Torbögen und dann oben Dach draufsetzen. Das ist eine gute Variante. Wir probieren das jetzt mal aus. Mal gucken, ob das mit dem Moser funktioniert. So, Freunde. Willkommen zu Take 2. Wir haben jetzt mal so eine Box gebaut hier.
Ich habe hier mal so eine Shigemosa, ich weiß auch nicht, Fangbox gebaut. 10 Box. Das probieren wir jetzt mal aus. Der sollte hier ganz gut reinkommen. Ich hoffe, dass er nicht an dieser rechten Säule hier hängen bleibt. Die ist so ein bisschen im Weg. Aber ich musste ja irgendwie das Dach noch drauf kriegen. Das ist auch ein bisschen löchrig, aber ich glaube, für so einen dicken Moser sollte das ganz gut passen. Wir versuchen, den jetzt hier reinzulocken. Ich habe schon geguckt, wo der unterwegs ist. Der ist ungefähr... Machen wir die richtige Map auf. So. Der ist ungefähr hier so in dem Bereich unterwegs. Da ist ja so... So eine... Ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Da ist... ja, so eine Felsbucht irgendwie. So ein Bereich zwischen den Felsen, wo der sich rumtreibt und wo ich den auch noch nicht rausbekommen habe. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal versuchen, den da rauszukiten und dann da unten zu unserer Box hinzulocken. Der Tintenfisch ist auch irgendwo in der Nähe, also da müssen wir auch ein bisschen gucken. Da war auch gerade wieder so ein Haifisch, ne? Genau, also ich glaube, hier so in der Gegend dürfte das sein. Mal schauen, dass wir den finden. Das ist hier relativ groß und unglaublich verschachteltes Meer. Deswegen ist der immer ziemlich schwer wiederzufinden. Ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Da ist er. So, gucken wir mal, ob er mitkommt. Ob er Lust hat. Hey du, hast du Lust? Komm mal mit, du. Nee, nicht so. Wir können es natürlich auch einfach weiter versuchen hier und wenn er aggressiv wird, dann ziehen wir ihn Richtung Box. Ich glaube, das ist der Trick, dass man so ein bisschen drauf reagiert, was die machen, weil manchmal sind die ganz lange passiv und dann ganz lange aggressiv und das ist immer alles komisch. Ich habe jetzt auf jeden Fall 150 Drank Arrows wieder dabei. Wir haben 3 so Taucherflaschen und Kibbel und so haben wir sowieso dabei. Das heißt, wir können jetzt nochmal neu starten, ganz gemütlich. Ich habe die Crossbows repariert. Wir probieren das jetzt einfach mal mit Nesso. So, Nesso, hast du Lust? Also der interessiert sich überhaupt nicht für uns. Das ist ja schon mal gut. Haben wir unsere Ruhe. Vielleicht, wenn wir absteigen. Mal schauen. Wir fangen jetzt einfach wieder an und verfehlen gleich mal. Okay, ich glaube, er kommt. Das findet er nicht gut. Oder? Ich glaube, das findet er nicht gut. Ja. Vielleicht ist es ihm auch egal. Okay, wir gehen wieder. Wir verfolgen ihn weiter. So. Und schon wieder weiß ich nicht mehr, wo er ist. Da vorne ist er. Was will er denn? Will er uns oder will er uns nicht? Nee, der will uns nicht. Und da muss ich jetzt wirklich versuchen, den regelmäßig zu erwischen, sodass das Torpor nicht mehr runtergeht. Ich glaube nämlich, dass die ziemlich schnell Torpor verlieren. Haut er ab. Er versucht es immer. Jetzt will er aber... Nee. Weiß halt nie, ob er wieder aggressiv ist oder nicht. Ja, jetzt hat er uns gebissen. Das würde ich aggressiv nennen. Jetzt kommt er mit. Okay. Dann gehen wir so ein bisschen hoch, dass er hier rüberkommt vielleicht. So. Jetzt haut er aber wieder ab. Das Schwierige ist, dass die so... unglaublich unberechenbar sind, dass die immer irgendwas Komisches machen. Hieks. Hieks. Aber wenn er stecken bleibt, dann machen wir ihn halt hier. Das geht ja auch. Kein Problem. Das sieht ja ganz gut aus. Nee, das sieht nicht so gut aus. Weh. Aua. Der macht echt Aua. Er kommt. Okay. Nicht zu hoch, sonst haut er ab. Dann müssen wir irgendwie hier rauskommen aus diesem... aus dieser Schlucht. Ja, er kommt nicht mit. Ich glaube, wir sind schon zu hoch. Das wird schwierig, den hier rauszubekommen. Andererseits, wenn er sich hier verfängt, dann können wir ihn halt auch ganz gut zähmen. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Oh! Er ist nicht aggressiv. Ich dachte, er will mich. Oh, jetzt müssen wir ihn unbedingt wieder treffen. Jetzt verliert er sonst wieder Torpor. Geht nicht. Jetzt hat er mich gebissen. Jetzt ist er mich doch wieder aggressiv. Das tat weh. Ja, und ich konnte nicht schießen, weil Nachladen dauert eine halbe Stunde. Jetzt aber. Wie kriegen wir den hier raus? Gar nicht. Kurz nachladen. Kurz in Anführungszeichen. Ich glaube, er kommt wieder. Vielleicht können wir ihn da unten durch. Draußen locken.
Wo ist er denn? Also sieht so aus, als würde es wieder so weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir den Richtung Box kriegen, weil der hier komplett gefangen ist hier drin. Schauen wir mal. Er ist hinter uns. Ich glaube, es ist nicht mehr weit bis zur Box. Und er ist direkt hinter uns. Das ist ja gut. Davon ist die Box. Ich würde ihn mal einmal pieksen noch, dass er auf jeden Fall kommt. Wenn wir nachladen können. Jawohl. Stoff. Einmal außen rum. Oh, er kommt. Oh, er kommt nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Er ist irgendwie abgedreht. Und wir stecken fest. Da ist er ja. Nein, 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 nein. Es hätte funktionieren können. Kurz eine Runde drehen. Einmal pieksen. Da kommt er. So. Oh, ich steck fest. Irgendwann klemmt er mich noch irgendwo ein und frisst mich. Ich sag's euch. So, komm mal hierher, genau. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist super. Ich muss aussteigen. Oh, no, no, no. Das war nicht gut. Das hat viele Hitpoints gekostet. Ich glaube, er ist zu dick für das Gate. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Jetzt hat er schon wieder gebissen. Der ist zu schnell. Ich glaube, das wird nichts mit der Box. Das funktioniert nicht. Ausgetrickst. Machen wir wieder auf hier. Tor ist wieder offen. Kommt er? Nee, ne? Man sieht halt nichts hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Jetzt verliert er wieder Torpor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war mit der Box. Vielleicht hätten wir ihn in der Schlucht fast besser geschafft. Jetzt hat er mich wieder komplett ausgetrickst und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Zwischen den Algen verliere ich den einfach immer. Da ist er. Komm schon, pieks ihn. Jawohl. So, kommt er jetzt? Ja, er kommt. Man sieht den halt einfach nicht in den Algen. Das ist extrem. So, unter ihm durch. Geschafft. Schauen wir mal, ob er kommt. Sieht gut aus. Bleibt da dran. Schauen. Probieren wir es nochmal. Wenn er jetzt nicht reinpasst, dann wissen wir Bescheid. Ich glaube, ich muss was essen. Was habe ich denn jetzt getroffen? So was Doofes. Okay, ich schwimme außen rum. Das ist jetzt super risky, ne? Ja, da kommt. Der ist drin gewesen. Schnell, 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 schnell. Okay. Er kommt. Er will uns aber nicht, ne? Oder doch? Nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, es funktioniert, es funktioniert. Wir müssen nur kurz was essen. So. Das kann funktionieren. Ich muss nur irgendwie das Tor dann zukriegen. Das ist das große Problem. So, wir gehen wieder runter. Ich schwimme halt so langsam, ne? Und der ist so super schnell. Er kommt. Ja, er kommt, er kommt. Er ist drin. Er ist drin, er ist drin. Er dreht aber direkt wieder um. Und schwimmt wieder raus. Aber selbst so ist die Box auf jeden Fall hilfreich, ne? Der bleibt immer kurz drin hängen. Das Tor ist halt jetzt in die falsche Richtung geschlossen. Deswegen wird es schwierig. Oh, ist da wieder weg. Wird es schwierig, das Tor zuzukriegen, wenn er da drin ist. Das kommt da, glaube ich, nicht, ne? Wir machen das mal kurz. Der frisst mich gleich, ich sag's euch. Da kommt er. Oh, gerade geschafft. Wir verlieren schon wieder so viele Hitpoints. Das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir das von innen öffnen. Oh,
Er kommt wieder. Oh Mann. Da ist er wieder. Ich kann nicht, ich muss nachladen. Ich habe halt keine Zeit, ne? Ich muss ja irgendwie auch Torpor aufrechterhalten. Wenn ich jetzt wegschwimme, dann haut er wieder ab und verliert wieder sein Torpor. Wir hätten ihn halt direkt rauslocken müssen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe das schon länger versucht. Der wollte halt immer nicht. Jetzt kommt er aber, ja. Jetzt ist er nämlich direkt die ganze Zeit hinter mir her und zwischendrin war er wieder so lange passiv. Das ist so schwer. Jetzt schwimmt er irgendwie da oben weg. Was macht er denn? Kommt er jetzt? Jetzt kommt er wieder. Jetzt ist er nämlich gerade super aggressiv. Die Box funktioniert super, ne? Aber ich krieg halt die Türen so nicht zu, weil dann müsste ich ran und mich beißen lassen. Das wäre nicht so gut. Wir machen das jetzt mal so, dass wir ihn da drinnen lassen. Jetzt kommt er aber raus. Wenn er abhaut, dann würde ich sagen, ja, wenn er uns lässt, das mal auf. Stellen das schnell um. Wie geht es? Open in out? Always out. Okay. Funktioniert. Wo ist er hin? Da ist er ja. Ja, perfekt. Das hat gut gepasst. Zum Glück hat er mich nicht gefressen. Er kommt. So, jetzt müssen wir nur noch einmal reinkriegen und dann versuche ich es wieder, das zuzukriegen, das Ding. Die Box an sich sollte eigentlich funktionieren. Er hat sie jetzt auch nicht versucht anzugreifen, wo ich auch immer Angst habe, dass er die zerstört. Aber das scheint zu funktionieren so. Oh oh. Einmal drüber. Direkt runter. Mal gucken, ob er kommt. Ja. Jetzt hat er mich wieder ausgetrickst. Ist immer das Gleiche. So, dann machen wir jetzt zu. Oh, hat nicht funktioniert. Wir waren nicht nah genug dran. Jetzt ist wieder zu. Eieiei. Nicht so einfach. Ich war nicht nah genug dran mit dem Plesius. Ich war auch zu langsam. Also, der dreht sich zu schnell um da drin. Ich krieg die Türen einfach nicht so schnell zu. Jetzt haut er wieder ab. Aber der kommt gleich wieder zurück. Hingehen. Jetzt haben wir irgendwas getroffen, aber ihn haben wir trotzdem getroffen, okay. Jetzt will er gerade weg. Jetzt kommt er aber, glaube ich, wieder. Ja. Jetzt haben wir wieder irgendwas getroffen. Oh, er beißt. Dann schwimmen wir schnell zurück, solange er aggressiv ist. Und machen das Türchen nochmal auf. Und hoffen, dass er dann noch hinter uns ist. So, nah genug dran. Perfekt. Einmal runter. Nächster Versuch. Er kommt, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir ihn getroffen und gleichzeitig die Säule oder sowas. Jetzt dreht er wieder um. Ich habe wieder nicht zugekriegt. Das funktioniert einfach nicht. Die Hitbox von... Oh doch, ist es zu. Es hat funktioniert. Leute. Die Hitbox von der Tür ist so komisch, wollte ich sagen. Oh, das wird was. Leute, ich sag's euch, das wird was. Dann parken wir so ein bisschen näher dran. Oh, ja. Der ist ja draußen. Sitzt draußen oder drin? Ich hab keine Ahnung. Sieht aus, als wäre er draußen. Hat er sich gerade rausgepackt? Nee. Die sind komisch. Okay, also wir können hier auf den Kopf pieksen. Ganz gemütlich. Zwischendrin so ein bisschen was futtern. Ich glaube, der steckt so krass fest, dass er sich noch nicht mal hier... dass er sich hier wirklich gar nicht bewegen kann. Jetzt habe ich irgendwas anderes? Plesius getroffen? Oh, jetzt treffe ich ihn nicht. Wir müssen irgendwie ummodeln. Ne? Jetzt geht's wieder. Ich wollte ja kurz was essen, aber... alles nicht so einfach. Wir essen mal kurz was. Und dann machen wir weiter. So treffe ich ihn nicht. Da müssen wir dann irgendwie am besten mal auf die andere Seite wechseln, schnell. Jetzt geht's aber gerade wieder.
Wir wechseln wirklich mal auf die andere Seite. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Doofes, wenn wir das machen. Aber gehen das Risiko mal ein. Dann kann man nämlich hier wirklich treffen. Ohne, dass wir durch die Tür feuern müssen. Dann machen wir das jetzt ganz gemütlich. Wir haben ja noch 89, 88 Pfeile. Ich muss nur gucken, dass ich es merke, wenn er einschläft. Scuba Tank ist durch. Mal kurz den anderen Scuba Tank hier. Weitermachen. Die Gegend ist ja relativ ruhig zum Glück, also das könnte funktionieren. Wir haben jetzt den besseren Crossbow aktuell in Benutzung. Wir hätten dann noch den schlechteren. Ja, ich baller jetzt einfach durch, glaube ich. Ich warte jetzt nicht drauf, dass der irgendwann einschläft. Wenn er die Flossen streckt, dann muss ich aufhören. Aber ich glaube, das wird noch dauern. Der wird bestimmt noch 50 Pfeile brauchen. Ne? Wir haben ja viele verfehlt auch. Ja, ich mache mal ganz gemütlich weiter und dann sage ich Bescheid, wenn die Flossen gestreckt sind. Leute, er schläft, er schläft. Ich war gerade am Pfeile craften. Das hat ja perfekt gepasst. Okay, also ich habe jetzt 50 neu gecraftet. 10 sind es jetzt. Also, ich weiß nicht, haben wir 100 Pfeile ungefähr verbrannt oder so, ne? Wir hatten ja, glaube ich, 150 ungefähr. Oh Mann, es hat tatsächlich funktioniert. Der lässt die Zunge hängen und die Flossen sind gestreckt. Und den Kopf lässt er auch hängen. Also man sieht es am besten daran, dass sie den Kopf so senkrecht runterhängen lassen. Dann sind sie ziemlich müde, ne? Ich dachte schon, man kann die nicht mehr zähmen. Aber sieht gut aus. Der hat extrem viele Hitpoints verloren. Der hat 13.500 Hitpoints. Der wäre so fast gestorben. Ich denke, weil wir so viele Versuche gebraucht haben und weil er zwischendrin halt immer wieder Gelegenheit hatte, Hitpoints hochzuregen. Torpor hochzuregen, ne? Hitpoints hochregen dauert halt viel länger als Torpor wieder hochzurecken. Der verliert ziemlich schnell, das heißt, ich gebe dem jetzt einfach mal direkt so ein paar Narcotics. Ich glaube, ich gebe dem gleich alle hier, 25. Und dann schauen wir mal, ne? Ich würde dem jetzt einfach mal so ein paar Kibbles geben. Wir haben ja welche dabei. Der kriegt jetzt einfach mal 2 Kibbles und so ein bisschen Fleisch. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir mit dem Kibbel kommen, ob wir mehr Kibbles brauchen oder ob das Fleisch passt. Wir werden sehen. Wir brauchen auf jeden Fall Narcotics, wie es aussieht. Das wird ein Tame sein, der extrem lange braucht. Verliert langsam Food. Es geht eigentlich, ne? Aber der wird sehr viel fressen, trotzdem wir Kibbel haben. Der hat eins gefressen. Jetzt können wir mal gucken. Okay. 16%. Also knappe 17% pro Kibbel. In dessen Fall. Jetzt ist ein 145er. Ist ein Männchen. Ich glaube, wir geben ihm noch einen Kibbel. Und dann machen wir den Rest mit Fleisch, oder? Es sei denn, mir geht die Geduld aus. So ein Fleisch würde wahrscheinlich fast gar nichts wiederherstellen. Also fast gar keinen 10 Fortschritt bringen, wollte ich sagen. Wird mehr Food wiederherstellen als ein Kibbel wahrscheinlich. Oder genauso viel. Oder stellen die Kibbles jetzt 100 Food her und das Zeug 50, das Prime Meat? Das habe ich jetzt nicht gesehen, wann er gefressen hat. Aber ich glaube, das waren unter 100 Food, ne? Jetzt sind wir hier bei... Ja. Wie viel stellt das her? Hatten wir das nicht gerade getestet? Wenn ich es mir nur merken würde. 340? Okay, also mehr als 50 auf jeden Fall. Und er ist ja auch gerade beim Kibbel. Also er frisst jetzt, glaube ich, Kibbel, kein Prime Meat. Und das Kibbel stellt dann wohl 100 her. Ne? Dann müsste er gleich eins fressen. Jetzt komme ich nicht mehr ran. So, jetzt. Jetzt müsste er gleich eins fressen, wenn wir da auf 2,99 runter sind. Und Torpor geht immer noch hoch aktuell. Jetzt hat er eins gefressen, genau. Also stellt ungefähr 100 Food wieder her, glaube ich. Oder nur 80. Irgendwie so. Das ist auf jeden Fall einiges. Okay, sind wir bei 33%. Jetzt lassen wir ihn noch einen Kibbel fressen. Ich beobachte den. Der wird noch mehr Narcotics brauchen. Wir haben aber genug dabei. Ich habe mich jetzt entsprechend vorbereitet auf Mosa-Zähmen. Wir haben unsere Pelzhose an, weil es wieder so kalt ist. Wir haben jetzt gerade 6 Grad hier unten. Ziemlich kühle Gewässer.
Es ist relativ ruhig hier, wie gesagt. Die Gegend ist eigentlich super zum Mosa-Zähmen. Hier waren ab und zu mal so Plesios unterwegs. Wir sind direkt bei uns an der Basis. Da oben ist Haino. Es sind nur 500 Meter nach Hause. Alles super easy. Ich hoffe, es spawnt jetzt nichts, aber den Mosa greift sowieso nichts an, denke ich. Außer einer Krake vielleicht, ne? Aber eine Krake haben wir, glaube ich, nicht in der Gegend. Ich glaube, er hat gerade wieder gefressen. 33? Nee, hat er nicht, ne? Der chillt da einfach. Wir regenerieren mal so ein bisschen Ausdauer. Unser Plesio hat ein bisschen Hitpoints verloren. Also wir haben jetzt in dieser Folge schon einen Plesio quasi verloren. Wir haben ziemlich viel hochgereckt. Wir haben ja zwischendrin lange Pause gemacht. Ich habe diesen Käfig gebaut, da haben wir wieder Hitpoints hochgereckt und jetzt haben wir schon wieder ganz viele verloren. Das ist vielleicht verrückt. Das war jetzt ein echt spannender Tame, der Mosa. Wenn er denn auszähmt. Momentan ist ja noch gar nichts gezähmt, ne? Ja, ich werde ihn jetzt beobachten. Der kriegt jetzt gleich nochmal 25 Narcotics. 100 haben wir noch dabei. Für Notfall haben wir noch Kibbles. Und ich habe auch noch genug zu essen. Also wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir haben noch eine komplette Taucherflasche. Meine hält auch noch ein bisschen. Das sollte jetzt alles funktionieren. 50%. Jetzt hat er die Kibbles alle gefressen. Dann haben wir die Hälfte mit Kibbles gemacht. Und den Rest machen wir einfach mit Prime Meat, denke ich. Dann kommen wir mal gucken. Mal gucken, wie viel wir auch verlieren, wenn er das frisst. Ich beobachte das jetzt ganz gemütlich und wir zähmen den aus. Heieiei, was für eine Action. So ein Mosa zu betäuben. Nicht so einfach. So, kurzer Zwischenbericht. Wir haben jetzt minus 17 Grad. Gut, dass wir unsere Fellhose dabei haben. Ohne die hätten wir jetzt keine Chance. Ich verliere so ein bisschen Hitpoints, also nicht ideal. Aber geht noch. Der Mosa frisst gemütlich sein Prime Meat. Das funktioniert auch gut. Und der verliert extrem schnell Torpor. Also ich habe ihm nochmal 25 Narcotics gedrückt. Nehmt unbedingt Narcotics mit. Der verliert super schnell Torpor. Da muss man wirklich drauf achten. Also wenn die Narcotics auslaufen, müssen wir dem direkt wieder neue geben, sonst wacht er auf. Ich überlege echt. Ich glaube, ich gebe dem noch die Kibbles. Oder zumindest eins. Geben wir ihm mal noch eins. Wir haben halt keine großen Eier mehr. Das heißt, wir haben danach keine Exceptional Kibbles mehr. Deswegen bin ich so ein bisschen am Haushalten. Wir heben mal eins auf für vielleicht einen anderen großen, spannenden Tame. Mal schauen. Dass wir da bis dahin wieder so ein paar Kibbles zusammen haben. Der zähmt theoretisch auch mit Fleisch aus. Es dauert halt nur so lange. Und es ist halt ein bisschen gefährlich hier unten. Ne? Muss jetzt nicht sein. Deswegen geben wir ihm jetzt mal 4 Kibbles insgesamt. Dass das Ganze so ein bisschen schneller geht. Und dass er auf jeden Fall gut auszähmt. Und dann drücke ich dem gleich nochmal 50 Narcotics, glaube ich. Oder 25 mindestens. Momentan geht es noch hoch, das Torpor. Das Problem ist auch, wenn der erstmal verloren hat, dann kriegt man das nicht wieder hoch mit Narcotics. Das heißt, man muss dem direkt am Anfang gleich... So, Kibbel ist gefressen. Muss man ihm gleich so ein paar Narcotics drücken. Und sobald es wieder runtergeht, muss man ihm wieder welche drücken. Ich gebe ihm direkt mal 25. Wenn man jetzt mal eine Sekunde nicht aufpasst, dann ist der sofort ziemlich low. Und wie gesagt, das kriegt man nie wieder hoch. Der hat nämlich 30.000. Das sind einige hundert oder einige tausend Narcotics, bis man die wieder hoch hat. Aber das sollte jetzt reichen. Gut. Dann lassen wir ihn jetzt mal aufwachen. Ja, wir haben jetzt minus 21 Grad. Ich würde jetzt mal kurz auftauchen, gucken, ob das vielleicht ein bisschen besser wird dadurch. Weil ich sterbe nämlich gerade. Das ist so albern. Ja, hier oben ist besser. Okay. Dann machen wir eine kurze Pause hier oben. Das ist dann hin und her. Ah, hier können wir stehen, oder? Ja. Solange wir über der Oberfläche sind, verlieren wir nicht weiter Hitpoints. Das ist schon mal gut. Wir regenerieren ganz langsam, okay. Dann ziehen wir uns mal so ein bisschen Fleisch rein. Nicht das Kibbel aufessen. Und dann müssen wir gleich nochmal runter gucken, dass auch alles passt, ne? Das wäre natürlich gut, wenn man das so ein bisschen kontrollieren, beobachten könnte. Aber bei minus 22 Grad oder so, da hilft die Pelzhose dann auch nicht mehr viel. Die Unterwasserpelzhose. Aber wir sehen ja von hier oben, naja, ist ja alles so cheaty geworden. Wir sehen ja von hier oben, wenn der Torpor verliert.
Und ich denke nicht, dass er angegriffen wird. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wir müssen nur darauf achten, dass er keinen Torpor verliert und dass er genug zu fressen hat. Das heißt, wir können es auch von hier oben machen. Da müssen wir jetzt nicht das Risiko eingehen, dass wir da unten zu Tode frieren. So, Mosa. Lange dauert es ja nicht mehr. Bäm! Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich habe auch schon einen Namen. Mo. Mo, unser Mega-Mosa. Mann, das war, glaube ich, die längste Folge aller Zeiten. Wir haben es geschafft. Also so eine 10-Box ist durchaus eine gute Empfehlung. Zumindest, wenn man alleine ist. Also ich glaube, ich mache das von jetzt an immer mit so einer Box. Das war ja so krass aufregend. Aber bei der Menge an Pfeilen, die es letztendlich gebraucht hat, das war ja so, ich denke so an die 100, ne? Da hätte es vielleicht vorher auch schon klappen können. Aber ich vermute, dass er zwischendrin halt immer wieder ganz schnell ganz viel Torpor verloren hat. Und dass es deswegen halt nicht geklappt hat. Weil wir haben ja vorher schon 100 Pfeile in ihn versenkt eigentlich. Ich bin froh, dass er es überlebt hat. Das war eine riesen Action. Mann. Und ich freue mich mega drauf, den jetzt zu testen. Den Mosa-Sattel sollten wir schon herstellen können. Wir sind ja jetzt... Was habe ich denn überhaupt für ein Level inzwischen? 101. Also wir können, glaube ich, alles herstellen soweit. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gibt, was wir nicht herstellen können. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt in den Hafen reinpasst. Müssen wir mal schauen. Der Mo, der ist nicht der schmalste. Mega cool. Wir haben einen Mosa. Wir haben es geschafft. Da komme ich jetzt nicht hoch, ne? Wir brauchen erst einen Sattel. Na gut. Mann, Mann, Mann. Also am besten ordentlich vorbereiten. Und nicht nur ordentlich, sondern super, mega, super ordentlich. So wie jetzt beim zweiten Anlauf. Der erste Anlauf, da war einfach nicht genug vorbereitet. Wir hatten nicht ganz genug Tranks. Wir hatten nicht genug Taucherflaschen. Und wir hatten keine 10-Box. Die 10-Box ist absolut wichtig. Das haben wir jetzt gelernt. Na gut. Ich brauche dringend eine Pause. Wir testen Mo nächste Folge ausführlich aus. Ich denke, da müssen wir gar nicht so viel testen. Der ist einfach das Beste, was wir haben unter Wasser. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir werden sehen. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, ihr genauso. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal hier in Ark Survival Ascended.